Der Kulturcheck wird Ihnen präsentiert von Skoda Auto Deutschland. Lange mussten wir auf sommerliches Wetter warten, nun ist es da und da machen natürlich alle kulturellen Veranstaltungen im Freien gleich noch mehr Spaß. Da wir jedoch nie wissen, was der Sommer in diesem Jahr noch so alles bereithält für uns, haben wir auch Tipps für kältere Tage dabei. Sommer mit Festivals. Auch die Burgfestspiele in Bad Vilbel versüßen die Saison. Sommer mit Musik. Die Jugend jazzt unter anderem beim Wettbewerb in Schlitz. Sommer mit Ausstellungen. Hier erinnert die Murnau-Stiftung an die Stars in Schwarz und Weiß. Erfolgsgeschichten im Bereich der Kultur gibt es im Rhein-Main-Gebiet viele. Von Veranstaltungen, die mal ganz klein begonnen haben und die dann so gut angekommen sind beim Publikum, dass sich daraus etwas Längerfristiges und Größeres ergeben hat. Ziemlich klein haben auch mal die Burgfestspiele in Bad Vilbel angefangen. Und mit dem Festival ist dann auch die Burg selbst gewachsen. Sie strömen wieder in Scharen in die Burg und das ist jedes Jahr schön zu sehen. Die Burgfestspiele in Bad Vilbel laden zu einer neuen Spielzeit ein. In diesem Jahr steht unter anderem die Komödie Charlies Tante auf dem Programm. Silber, ich sage Ihnen, Silber ist das Beste, um die Schädeldecke zu ersetzen. Und es steht Ihnen so gut, Sir Francis. Das Stück wurde vor über 120 Jahren zum ersten Mal in einem britischen Theater uraufgeführt. Seitdem gab es auch zahlreiche filmische Umsetzungen der Komödie, in der die beiden Studenten Charlie und Jack eine Anstandsdame benötigen, um ihre beiden Herzdamen treffen zu können. Trink nicht so viel. Am bekanntesten dürften die beiden Filme mit Heinz Rühmann aus dem Jahr 1955 und Peter Alexander von 1963 sein. Wir haben wieder eine breite Melange im Angebot. Heute Charlies Tante als unsere Sommerkomödie. Wir spielen als ja, Tragödie und ein Liebling von mir, Shakespeare, Romeo und Julia. Und im Musiktheater spielen wir Heer und na, vielleicht ein bisschen konventioneller im Weißen Rössel, wobei das bei uns nicht so völlig konventionell auf die Bühne kommt. Und dann haben wir noch eben für die Kinder hier im Programm Aschenputtel als Oper. Sehr spannend als Kooperation mit der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt. Und darüber hinaus noch das Dschungelbuch als Musical. Über 200 Mitwirkende sind mittlerweile jedes Jahr an der Produktion der Burgfestspiele beteiligt. Das war 1987, als die Festspiele zum ersten Mal nach Bad Vilbel einluden, noch ganz anders. Auch die attraktive Spielstätte selbst, die Burg, sah damals noch nicht so aus wie heute. Also als wir hier vor 27 Jahren angefangen haben, gab es natürlich nicht diese Bühne, gab es das Bühnendach nicht, gab es die Tribüne nicht, gab es keine Ausstattung in der heutigen Form, da gab es nur die Grundidee. Das ist, wir haben ein Programm auf der Bühne und wir versuchen unseren Gästen einen schönen Abend zu bereiten. Mal abgesehen von den Grundmauern der Burg, die wir zwischenzeitlich auch noch saniert haben, ist ansonsten nahezu kein Stein in Anführungszeichen auf dem anderen geblieben. Es hat sich einmal komplett gewandelt in der Burg, aber auch rund um die Burg ist das Bild heute ein völlig anderes als vor 27 Jahren. Bis zum 8. September noch können Besucher die Festspiele und die Burg in Bad Vilbel genießen. Öffentliche Castings sind in und solange dabei niemand gedemütigt wird, ist diese Form des Wettbewerbs doch auch ganz hilfreich, um vielen eine Plattform zu geben, ihr Können zu zeigen. Auch der Wettbewerb Jugend jazzt bietet jungen Musikern diese Chance und das Finale, das fand gerade im hessischen Schlitz statt. Die Jazz-Kombo Sound Prince spielt sich gerade für den Wettbewerb warm. Bereits in rund 20 Minuten haben sie ihren großen Auftritt vor den strengen Augen der Jury. Da heißt es, alle Lieder noch einmal anspielen, damit gleich alles sitzt. Mit jeder Minute steigt die Anspannung. Immerhin spielt man nicht alle Tage bei einem Nachwuchswettbewerb wie dem Skoda Jazzpreis. Wir sind praktisch alle an der gleichen
Musikschule, das ist die offene Jazzhausschule. Ja, und dann hat ein Dozent gefragt, ja, ob wir denn nicht Interesse hätten, irgendwie ein Bandprojekt zu starten, um dann halt bei dem Landeswettbewerb halt mitzumachen. Ja, und ich kannte auch schon zwei andere Bandmitglieder, kannte ich auch schon vorher ein bisschen länger, aber eigentlich gibt es uns dann jetzt erst seit dem Herbst. Dann ist es auch schon soweit. Vor den Augen der Jury fangen die Soundprints an zu jazzen. Und wie? Da liegt was in der Luft. Und auch das Publikum ist eindeutig vom Jazz-Virus infiziert. Und auch die Jury ruft da schon einmal mit. Die vier jungen Kölner sind übrigens mit ihren 12 bis 15 Jahren die jüngsten Teilnehmer im Contest. Und dann ist es endlich auch geschafft. Und wie war's? Ja, also ich war schon natürlich ein bisschen, waren wir aufgeregt. Aber im Endeffekt finde ich, ist es am besten, wenn man gar nicht so aufgeregt ist, weil das dann mit dem Spielen und dem Improvisieren einfach leichter klappt. Und es ist natürlich immer gut, dann, wenn auch die Anspannung so nach dem Spielen abfällt. Als Pendant der Jazzszene zur Jugend musiziert, wird Jugendjazz bereits seit 1997 vom Deutschen Musikrat ausgerichtet. Das Besondere an dem Preis ist, dass er kein Wettbewerb im eigentlichen Sinne ist, sondern dass eigentlich jeder mit irgendetwas nach Hause geht. Also wir haben ganz viele verschiedene Preise, von Auftritten bis hin zu Aufnahmen. Und auf diese Art und Weise entsteht nicht so diese Konkurrenzsituation, die man beispielsweise von Klassikwettbewerben kennt, wo jeder seine Ellenbogen ausfährt und versucht, den anderen zu übertrumpfen. Und da ist dieser Wettbewerb, also eben nicht Wettbewerb, etwas anderes. Und auf diese Art und Weise ist auch das Gefühl auch bei den Musikern gut. Also es geht jetzt, glaub ich, keiner nach Hause mit dem Gefühl, ja, das war umsonst. Also sie nehmen alle was mit, sie können sich hier treffen, sie können mit anderen Musikern sich kurz schließen, sie können Kontakte knüpfen und das ist über den Preis selber hinaus eine Menge wert. Für Hessen tritt das Moritz-Wesp-Quartett an. Sie konnten sich im Frühjahr beim Landesentscheid für den Wettbewerb 2013 durchsetzen. Was meine Kollegin bei ihrem Dreh nicht ahnen konnte, tatsächlich haben auch beide Bands, die sie kurz vorgestellt hat, am Ende des Wettbewerbes einen Preis gewonnen. Die Soundprints haben den Konzertpreis des Landesmusikrates Sachsen-Anhalt erhalten und sie dürfen sich dort auf ein Konzert freuen. Und das Moritz-Wesp-Quartett wird im Kölner Studio des Deutschlandfunkes eine CD aufnehmen. Den Hauptpreis, den Skoda Jazz-Preis, den hat das Trio Kaktus aus Thüringen gewonnen. Zu unserem nächsten Beitrag. Der Schriftsteller Max Frisch sagte einst, wir haben Arbeitskräfte gerufen und es sind Menschen gekommen. Im Historischen Museum Frankfurt gibt es dazu nun die passende Ausstellung. Drago Trumbetasch in seinem alten Zimmer quasi. Denn seine alte Gastarbeiterbleibe aus dem Frankfurter Sandweg wurde als Ausstellungsobjekt nachgebaut. Die Originalmöbel wie dieser kleine Herd oder der Kleiderschrank lassen Drago Trumbetaschs Erinnerungen an die Frankfurter Anfänge wieder lebendig werden. Damals, 1966, als Gastarbeiter in der Stadt am Main. Als ich nach Deutschland kam, eines Tages, einen Sonntag, 1978 war ich so unruhig an diesem Sonntag und habe ich gedacht, irgendwas muss ich machen. Habe ich durch ein Fenster geguckt und da war Bergestraße durch zwei Häuser zu sehen. Und in diesem Augenblick habe ich unser Zimmer angeschaut und habe ich angefangen mit auf einem Blatt, ein Schulblatt aus einem Block zu zeichnen. Und so fing alles an. Seine Zeichnungen greifen den Alltag der Gastarbeiter auf. Immer wiederkehrende Themen sind hierbei unter anderem das Ankommen in der fremden Stadt. Sie wird vor allem als kalt und laut wahrgenommen. Das Wohnen, die Gastarbeiter sind zu mehreren auf engstem Raum in heruntergekommenen Baracken untergebracht. Auch der Arbeitsalltag und die Bürokratie sind in den Bildern festgehalten und prägten das Leben der Neuankömmlinge in der Bundesrepublik. Die Ausstellung im Historischen Museum umfasst insgesamt 90 Zeichnungen. Sie alle entstanden zwischen 1973 und 1985.
Herr Drometasch ist ein schonungsloser Beobachter der Verhältnisse. Also er hat, glaube ich, auch sich selbst nicht geschont in seinen Zeichnungen. Das ist auch der Grund, warum er von vielen Seiten angefeindet wurde und warum es, glaube ich, auch tatsächlich diese historische Distanz braucht, um heute die Zeichnungen auch ohne, sagen wir mal, so eine unmittelbare Betroffenheit betrachten zu können. Er hat niemanden geschont in seinen Bildern, weder die deutsche Gesellschaft, die ja am liebsten nur unsichtbare Arbeitskräfte gehabt hätte, aber dann damit überfordert war, dass Menschen gekommen sind, die auch hier leben wollten, die auch die Gesellschaft hier verändert haben. Die Ausstellung beleuchtet die Gastarbeitergeschichte aus der sozialkritischen Sicht des heute 75-jährigen Künstlers. So ergibt sich ein detaillierter Blick auf eine häufig prekäre Welt bis in die Gegenwart. Auch Integration der zweiten und dritten Generation zeigt sich ambivalent zwischen Perspektivlosigkeit und gesellschaftlicher Assimilation. Erste Aufmerksamkeit erregte der Künstler mit seinen Innenansichten bereits vor rund 30 Jahren. Ab Mitte der 70er Jahre wurde er als Künstler wahrgenommen, aber vor allem eben als zeichnender Gastarbeiter. Und das war dann vor allem in einem gesellschaftskritischen Milieu, wo seine Zeichnungen wahrgenommen wurden. Und es war letztendlich eine Art von auch Anklage der Verhältnisse. Heute können wir diese Zeichnungen eben als zeithistorische Dokumente auch betrachten, die eben ein wichtiges Segment oder eine wichtige Epoche der Geschichte uns auch zeigen, nämlich die Gastarbeiterzeit aus einer Innensicht. Zu sehen ist die umfassende Schau im Historischen Museum noch bis September diesen Jahres. Gleich geht's weiter im Kulturcheck mit vielem Schönen aus Silber und deutschen Filmstars, an die wir uns gerne erinnern. Bis gleich. Bleiben Sie dran, gleich geht's weiter mit Kulturcheck, präsentiert von Skoda Auto Deutschland. Jetzt im neuen Journal Frankfurt. Titel: 25 Hotspots, wo der Frankfurter Sommer richtig Spaß macht, inklusive 24 Gutscheinen. Musanturm, was will der neue Intendant? Festivals in Rhein-Main, welche Sie nicht verpassen sollten. Extra: 2-for-1 auf den Eintritt zum Palmgarten. Journal Frankfurt, das 14-tägige Stadtmagazin für Frankfurt und Rhein-Main. Jetzt für nur 1,80 Euro überall, wo es Zeitschriften gibt. Oder direkt auf journal-frankfurt.de. Journal Frankfurt, hier geht man hin, da besser nicht. Jeden Tag gibt es so viel Großartiges zu erleben und zu sehen. So viel Neues, dass es zu bestaunen gibt. Das Leben ist zu schön, um auch nur einen Augenblick zu verpassen. Der neue Skoda Octavia Kombi, auch mit Panoramadach. Beeindruckend. Jeden Tag. Skoda. Simply clever. Vom 2. bis 6. Oktober startet das Event des Jahres. Möbel Hafner bringt das Licher Wiesenfest nach Gründau. Freuen Sie sich auf zünftige Wiesenspezialitäten im riesigen Wiesenfestzelt. Mit dabei Heino, Buddy, Ivy, Jürgen Drews, Axel Fischer, die Dorfrocker und Mickey Krause. Jetzt schon Tickets im Vorverkauf sichern oder direkt bei Möbel Hafner in Gründau-Lieblos. Sie haben noch keinen eigenen Spot? Präsentieren Sie Ihr Unternehmen Tausenden von potenziellen Kunden durch einen für Sie produzierten Werbespot bei Rhein-Main-TV. Rhein-Main-TV ist Ihr Ansprechpartner für eine kosteneffiziente und auf Sie zugeschnittene Werbeproduktion. Rhein-Main-TV konzipiert, realisiert und produziert. Wir wissen um die optimale Wirkung von Bewegtbildern. Rhein-Main-TV bringt Sie Ihren Kunden näher. Und zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, eine Printanzeige in unserem Rhein-Main-TV-Magazin zu schalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter rheinmaintv.de/werben oder schreiben Sie uns unter werben@rmtv.de. Wir beraten Sie gerne und machen Ihnen ein unverbindliches Angebot. Noch viel Vergnügen beim Kulturcheck wünscht Ihnen Skoda Auto Deutschland. Kulturcheck.
Willkommen zurück beim Kulturcheck. Deutsches Handwerk ist gefragt im Inland sowie im Ausland und auch die Ausbildung zum Handwerker. Dazu gehört auch die zum Silberschmied. Die Ausstellung Silbertriennale 2013, die gerade in Hanau zu sehen war, die offenbart jedoch auch dort Vorlieben für diese Kunst, wo man sie vielleicht nicht unbedingt vermutet hätte. Funktionales, das schön ist und auch nur Schönes, all das glänzt in den Vitrinen. Allen Objekten gemeinsam ist das Ursprungsmaterial Silber. Die Deutsche Gesellschaft für Goldschmiedekunst lud zusammen mit dem Goldschmiedehaus in Hanau zur Wanderausstellung Silbertriennale 2013 ein. Das Ziel der Ausstellung, die es seit 1965 gibt und die alle 3 Jahre stattfindet, ist eindeutig. Die Förderung des Silberschmiedehandwerks. Das ist nicht selbstverständlich, denn es gibt auch in Deutschland nur noch wenige Schulen, Fachschulen oder Berufsschulen, Universitäten, die Silberschmiede-Metallgestalter ausbilden. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass diese jungen Leute angespornt werden, ihre Arbeiten einzureichen. Vor allem in Asien wird dem Handwerk mehr gehuldigt, als es Außenstehende vermuten würden. Vor allem in Japan, Taiwan, China und auch in Südkorea. Dort ist die Ausbildung, anders als in Deutschland, an den Universitäten angesiedelt. In Deutschland gibt es nur noch wenige Orte, die zum Silberschmied ausbilden. Bekannt ist vor allem die Hanauer Stätte. Die Staatliche Zeichenakademie da ist bekannt dafür, dass man hier eine sehr solide, gute Silberschmiedeausbildung hat. Das Gleiche gilt für Kaufbeuren Neugablons, dort die Berufsfachschule, die ebenso noch eine Ausbildung für Silberschmiede bereithält. Ansonsten sind es nur noch wenige einzelne Werkstätten, die Silberschmiede ausbilden. 63 Künstler aus 22 Nationen stellen ihre Werke bei der Silbertriennale 2013 aus. Nach Hanau sind die über 180 Werke nun unterwegs nach Norwegen, Schwäbisch Gmünd und Solingen, bevor sie 2014 auch zur Messe Ambiente wieder ins Rhein-Main-Gebiet zurückkehren. Bei der Silbertriennale gab es auch viele Preise zu gewinnen. Und in unserem nächsten Beitrag geht es nun um jemanden, der davon bisher noch nicht allzu viele bekommen hat, aber ganz viele Preise verdient hätte. Langsam und gleichmäßig drehen sich die Grillwürstchen an der Grillmaschine. Keine Brandspuren am Fleisch, kein Zischen, weil Fett in die Kohle tropft. Nur ab und an muss der Motor mit ein bisschen Öl nachbehandelt werden. Walter Günther ist hier an dieser Grillmaschine in seinem Element. Die mechanische Konstruktion ist eine seiner schillerndsten Erfindungen. Ich wollte unbedingt diesen Stirling-Motor bauen. Und ich hatte nie eigentlich eine Gelegenheit, wofür. Das ist ja auch ein Problem. Was soll ich denn einen Motor nachher in die Vitrine stellen? Das ist nicht artgerecht. Und dann habe ich eines Tages mal jemanden gesehen, der auf einem Grillfest Tonnen von Würsten da mit roten Unterarmen wendete. Und da wusste ich, hey, ich baue eine Maschine, da kommt dieser Motor dran, der dreht die Würste und die soll auch gut aussehen, so im Stile 19. Jahrhundert. Und dann hat es 3 Jahre gedauert und dann war sie fertig. Und der Effekt mit den rundum braunen Würsten war uns das gar nicht bewusst und war ja dann ein Riesenerfolg. Erstens lief das Ding und machte rundum braune Würste. Super. Die schmecken dem Frankfurter auch selbst immer wieder gut, denn natürlich muss er jedes Mal, wenn Besuch kommt, auch die Grillmaschine anschmeißen. Um süßen Nachtisch zu genießen, hat der Schlossermeister ebenfalls eine interessante Maschine erfunden und gebaut. Doch bevor die zum Einsatz kommt, geht es erstmal eine Etage tiefer, um die Werkstatt zu erkunden. Und hier tut sich technisch besehen das 19. Jahrhundert auf, das glorreiche Zeitalter der Mechanik. Flohmarktfunde und Bestände aus Werkstattauflösungen, alles findet sich in der Kellerwerkstatt. Und für irgendeine Maschine lässt sich das alles auch sicherlich nochmal irgendwann verwerten. Über 15 aufwendige Erfindungen sind hier schon entstanden. Dabei überrascht Walter Günther mit einem Bekenntnis. Mathe und Physik, das ist ja... ist ja eigentlich Technik, ne? Aber das passt bei mir überhaupt nicht. Nein, ich mache es aus dem Bauch raus. So das Gefühl für das Runde, Dicke, Lange, Schlanke, das Drücken, Ziehen und Verwinden, das ist eher eine Gefühlssache. Und wahrscheinlich haben die in der Renaissance auch, als es noch keine Rechnung, Mathematik entsprechend gab, ähnlich gehandelt. Und ich muss sagen, so die ersten Motoren, die wurden nicht von Wissenschaftlern gebaut, das waren eigentlich mehr Handwerker.
Dazu passt die Literatur, die sich im Keller findet, unter anderem der Kunst- und Bauschlosserei aus dem Jahr 1897, entnimmt Walter Günther Anregungen für seine eigenen Konstruktionen. Zu ihnen gehören neben Grillmaschine, Kerzenlampe und Kerzenlöscher auch Aldentomat und Korkenzieher sowie der Bembelwächter. All diese Erfindungen hat der Schlossermeister nun auch in einem eigenen Buch verewigt, mit vielen bunten Bildern und Zeichnungen, um den Flair des 19. Jahrhunderts auch hier zum Ausdruck zu bringen. Wenn ich wittere, da könnte ich was zusammenbauen, das wird gut aussehen und das tut auch was, also da gibt es eine Funktion, das macht Sinn, zusammen mit dem ästhetischen Aspekt, dann geht's los. Und wie geht's dann los? Ja, Pläne, Skizzen, rumlaufen, wie angestochen. Abends in der Kneipe, an der Theke sitzen, doch noch den Bierdeckel, da was draufkritzeln, sein Bier vergessen, weiterdenken. Und irgendwann nimmt man das erste Material in die Hand und dann geht es auch relativ schnell. Planungsphase 80%, Realisierungsphase 20%, ja. Oder wie Einstein sagte, Inspiration 1%, der Rest ist 99% Transpiration. Für Transpiration ist es in diesem Keller jedoch eindeutig zu frisch. Deshalb lieber noch mal draußen schauen bei der nächsten Erfindung von Walter Günther, die finanziellen Einsatz verlangt. Doch für nur 10 Cent liefert die Schaumkuss-Wurfmaschine einen fangfrischen Nachtisch. Als die Bilder noch schwarz-weiß waren, das waren noch Zeiten. Zeiten, an die Murnau-Stiftung in Wiesbaden in ihrer aktuellen Ausstellung erinnert. Meine Kollegen Andreas Heigen und Christian Körner berichten. Wer kennt sie nicht? Die deutschen Filmklassiker aus den 20er, 30er und 40er Jahren. Das Filmgeschäft war zu dieser Zeit in fester Hand. Die UFA, auch bekannt unter dem damaligen Namen Universum Film AG, entwickelte sich zu Deutschlands Filmfabrik Nummer 1, gestaltete Filmgenre und formte Superstars. Für die Murnau-Stiftung Grund genug, dem Thema eine Ausstellung zu widmen. Wir haben diverse Exponate aus dem Bestand der Murnau-Stiftung und von weiteren Partnern. Zum Beispiel haben wir hier Ballettschuhe von Marlene Dietrich, die sie auf einem Foto, was wir hier in der Ausstellung haben, trägt. Die sind mittlerweile fast 100 Jahre alt. Dann haben wir dazu aber auch noch ein weiteres sehr schönes Exponat. Das ist ein Originaldrehbuch des Kameramanns zum Film Münchhausen aus 1942-43. Und in der Ausstellung werden insgesamt 12 Darstellerinnen und Darsteller vorgestellt, mit Biografien, Fotos. Und nicht zuletzt etliche Filmplakate. Ob Metropolis, Die drei von der Tankstelle oder Titanic. Vermissen werden die Besucher wohl kaum einen der alten Kinoschlager. Mitverantwortlich für die Reminiszenz an die Kinoidole sind Studenten der Universität Mannheim. Wir wollten ganz bewusst der jüngeren Generation nochmal die Stars von damals näher bringen. Einige Stars wie Heinz Rühmann und Marlene Dietrich sind bis heute bekannt. Andere dagegen wie Lil Dagova drohen in Vergessenheit zu geraten und genau das wollen wir aufhalten. In chronologischer Abfolge sind die Inhalte der Ausstellung inszeniert. Bis hin zum aufwendigen Farbfilm Münchhausen von 1943 wird hier alles dokumentiert. Wir haben die Zeit des Stummfilms noch in den 20er Jahren, dann auch den Übergang zum Tonfilm 1930, der UFA international auch verglichen sehr, sehr gut gelungen ist, mit Filmen wie zum Beispiel Der blaue Engel oder Der Kongress tanzt. Dann haben wir natürlich auch den Übergang 1933 mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Auch dieses Thema wird in der Ausstellung nicht ausgeblendet. Und dann geht es noch weiter in den späten 30er und 40er Jahren. Und Abschluss der Ausstellung ist sozusagen mit Ende des Zweiten Weltkrieges. Begleitend zur Ausstellung finden im Murnau Filmtheater außerdem Abendvorstellungen des Klassikers Der blaue Engel statt. Na, Lust bekommen? Noch bis zum 28. Juli werden die UFA-Stars in Wiesbaden zu bestaunen sein. Das war der Kulturcheck im ersten Sommerhoch dieses Jahres mit Tipps für Veranstaltungen draußen, aber auch drinnen, falls es zu heiß oder zu kalt werden sollte. Man weiß ja nie, was in diesem Sommer noch so kommt. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Im Internet unter rhein-main-tv.de könnten Sie die gesamte Sendung noch einmal anschauen oder auch einzelne Beiträge und eine komplett neue Sendung. Die gibt es in einer Woche wieder, wie immer um 21 Uhr. Und es würde mich natürlich freuen, wenn wir uns dann wiedersehen.
Machen Sie es gut, bis dann. Tschüss. Der Kulturcheck wurde Ihnen präsentiert von Skoda Auto Deutschland. Jetzt im neuen Journal Frankfurt. Titel: 25 Hotspots, wo der Frankfurter Sommer richtig Spaß macht, inklusive 24 Gutscheinen. Musanturm, was will der neue Intendant? Festivals in Rhein-Main, welche Sie nicht verpassen sollten. Extra, 2-for-1 auf den Eintritt zum Palmgarten. Journal Frankfurt, das 14-tägige Stadtmagazin für Frankfurt und Rhein-Main. Jetzt für nur 1,80 Euro überall, wo es Zeitschriften gibt. Oder direkt auf journal-frankfurt.de. Journal Frankfurt, hier geht man hin, da besser nicht. We love to make you smile. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Rosaxan erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. Weitere Informationen unter www.rosaxan.de oder rufen Sie uns an unter 07541 9530 627. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. Offizieller Fahrzeugpartner von Rhein-Main TV.